Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Wargame European Escalation. Es geht weiter in der Mission. Wir wurden eben leider zurückgeschlagen bei dem Angriff hier auf Mittelhausen. Also es ist ziemlich krass, was wir hier uns entgegensetzen. Oh Mann. Und unsere Einheiten wurden auch gerade schon ausradiert. Infanterie, ich brauche euch hier ganz, ganz dringend. So, okay, wir haben den Angriff wohl geschafft zu überleben. Unsere Artillerie ballert hier nochmal ein bisschen drauf. Die ziehen sich jetzt wieder zurück nach Mittelhausen. Ich muss das irgendwie hinkriegen, okay, die nehmen jetzt hier Stellung. Artillerie, wie sieht's aus? Bist du schon wieder leer? Es kommt nee. Sehr wohl auf die Größe an. 10 Grad hoch. So. Feuer! Zu Ihren Diensten, Kommandant. Na, wie sieht das denn aus hier? Logistik. So. Ich glaube, die ziehen sich gerade wieder zurück hier. Warum auch immer. Oder auch nicht. Oh Gott, hier sind ja zig Speer bei. Auch nicht schlecht. Hat jemand ein Taxi gerufen? So, ausladen. Zug ist in Formation und einsatzbereit. So, mal gucken, was wir hier ausrichten können. Aus. Dann gehen ja reihenweise unsere Leos. Schon ziemlich heftig hier. Ist ja Wahnsinn. Und unsere Dings werden hier weggeschossen wie sonst was. So, jetzt geht es da dran, die Angreifer hier wegzubomben. Der flieht. Okay, unsere Einheiten hier können wir, glaube ich, vergessen. Was kann die Infanterie für Sie tun, Kommandant? Ich glaube, die haben auch fast keine Munition mehr, ne? Kritisch, ja. Okay, die werden wohl aufgerieben. Den können wir schon gar nicht mehr anvisieren. Puh, das war schwierig. Ganz schwierig. So, die Jupiter, die brauche ich mal wieder. So, wollen wir uns die nochmal... Okay, hier haben wir gleich wahrscheinlich einen heftigen Angriff zu erwarten. Einsatzbereit, Kommandant. Na, guck mal her, Leo. Hier
sind unterwegs. So, entweder sie lassen uns gerade in Ruhe. Oder die kommen gleich, aber unser letzter Leo hier, der sieht gerade nichts. Mag sein, dass sie sich zurückgezogen haben. Okay, ich muss das irgendwie anders angehen. Und zwar muss ich die Gebiete hier erstmal in Ruhe lassen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich hier in das Waldgebiet komme und diesen letzten Punkt hier einnehme. Muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege. So, okay. Gut, ich muss mir also erneut eine kleine Armee aufstellen. Gut, hier haben wir nur noch einzelne von. Da müssen es erstmal die billigen sein. Was können wir hier noch mitnehmen? Schützenpanzer. Panzerabwehr. Brauchst nur hin, sonst habe ich nicht verloren. Der muss nur wieder stehen bleiben jetzt hier. So. Dann brauche ich... Gut, da haben wir es wieder. Einen Hubschrauber nehme ich trotzdem mit. Hubis sind sehr gut. Okay. Aber sie machen auch keine Marotten irgendwie, uns hier anzugreifen. Finde ich gut. Hat was. Ich schau mal ganz kurz. Okay, in das Waldgebiet kann ich schon gar nicht mehr rein. Also müssen wir uns hier irgendwie... Hier so rüber bis in das Waldgebiet. Und dann Delta ausschalten. Ich hoffe, es funktioniert. Erstmal bis hierhin. Das ist auch ganz gut mit dem Hubschrauber. Der kann Flächen aufdecken. Und ist schnell. Gucken wir mal, dass wir nicht erwischt werden. Zu Befehl, Kommandant. So, unsere Truppen bewegen sich. Gut. Unser Hubschrauber sieht im Moment keine feindlichen Einheiten. Die werden sich wahrscheinlich alle hier drinnen verschanzt haben. Das feindliche VEB sehen wir. Hier können wir leider auch nicht rein. Müssen wir mal schauen. Ich lasse den erstmal hier drinnen. Wir müssen jetzt sehen, dass wir ganz rechts am Rand langkommen. Ganz links, Entschuldigung. So. Aber zu einem Sieg gehört manchmal auch eine Niederlage. Hoffentlich war es die letzte. In diesem Level. Okay, und da kommen schon wieder die Einheiten. Oh, schwierig. Schwierig, schwierig. Wir können leider nicht in dieses verdammte kleine Waldgebiet hier. Das heißt, wir müssen eine große Strecke immer zurücklegen. Was geht's, Kommandant? Das ist gut. Haut ab. Haut bloß ab.
schnell wie möglich herkommen. Nein, ihr sollt nicht herkommen. Meine Fresse. Okay, wir versuchen so schnell wie möglich hinzukommen. Na, nehmen Sie jetzt die Ortschaft erstmal wieder ein oder wie sieht das aus hier? Braucht jemand einen Schutzengel? Und Sie kommen. Ihre Befehle, Kommandant. Ein toter Feind. Hat jemand ein Taxi? Ausladen, raus da. Meinen Sie mich? Rücken auf Koordinaten vor. Jawohl, Kommandant. Wo sollen Sie hin, Kommandant? Wie lauten Ihre Befehle, Kommandant? Irgendwelche Kunden für eine Taxi? So, komm, wir haben die doch zuerst hier. Ich setze viel Wert auf die Panzergrenadiere. Gut. Grenadiere, komm, macht. Gas. Kritischer Treffer, sehr gut. Na also, das sieht doch schon mal besser aus als eben. Kommt schon, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, Bo, du musst nochmal fliegen, du musst erstmal hier erspähen. Leute, komm. Wow. Nun kommt. Es ist doch wohl nicht so schwierig, jetzt den Gegner hier auszuschalten, oder? Bo, du musst in die Luft. Wir müssen die feindlichen Einheiten hier erspähen, sonst wird das nichts. Meine Grenadiere brauchen unbedingt hier, Nachschub. Deswegen habe ich mal so einen Chinook geholt. Hoffentlich hilft er. Und zwar schnell. Ah, ist ziemlich langsam. Gut, Leos, es ist an euch. Und ihr seid nicht die Besten, ich weiß. Bo, du musst nochmal fliegen. Erstmal den Speer hier, sonst... Klasse, gut. Ah, einer ist schon mal weniger. Warum flieht ihr? Ich verstehe es nicht. Ihr seid sowas von in der... Überzahl. Klasse. Verloren. So, Chino, komm, reparieren. Alles klar, jetzt kann's weitergehen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Flieht, ja, warum? Ich weiß nicht, was noch in der Stadt ist. Keine Ahnung. Bo, ich hoffe, du wirst jetzt nicht abgeschossen. Ich brauche einen Überflug. Und zwar will ich erstmal diesen Stützpunkt hier weg haben. Das, okay. Festhalten, wir fliegen rein. Zurück, zurück, zurück. Wie ihr seht, Einheiten kommen von hier. Hier ist noch ein bisschen was drinne. Ich nehme doch das Waldgebiet jetzt ein. Am Ende kommt es doch nur auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Ihre Befehle, Kommandant. Ammo, fuel, spare parts, anything you want. So, schicken wir den Chinook da mal hin. Munition, Treibstoff, Ersatzteile. So, ihr dahin.
Mein Bo landet hier auch mal hinter. Zug ist in Formation und einsatzbereit. So, ihr kommt wieder rein. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Oh Mann. Hier haben wir doch noch ein paar Sachen hier. So, Marder mit rein. Zu Befehl, Kommandant. Dann... eine Luftabwehreinheit brauche ich hier natürlich auch drin, ne? Verstehe Sie klar und deutlich. So. Laut und deutlich. Over. Einsatzbereit, Kommandant. Dieser Heckrotor muss überprüft werden. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Schauen wir mal. Ah, hier sind nur... okay, haben wir auch Panzerabwehr. Jo, ausgeknipst. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Okay, hier haben wir auch gerade Einheiten gesehen. Ausladen, raus. Am Ende kommt es doch nur auf den Infanteristen und sein Gewehr an. So, ab nach vorne mit euch. Ihr sichert mir mal die Flanke hier. Wenn wir es jetzt irgendwie schaffen, vielleicht doch Mittelhausen einzunehmen, wäre das schön. Wo, mach mal einen kleinen Überflug. Alles klar. Hoffen wir auch. Super. Das haben wir. Flakpanzer bleibt gleich drin, ne? Ja, Kommandant. So, wo kann ich denn meine Einheiten hier mal verstecken? Komm rein da. Das war jetzt noch nicht so prickelnd von mir. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Da habe ich jetzt nicht ganz überlegt. Ich glaube, ich bleibe erstmal in diesem Waldgebiet. Sollen wir wen mitnehmen? Was geht, Kommandant? So, Chinook, was sagst du? Bist du wieder voll? Der Chinook ist ein wenig voll, das ist gut. Dann lande doch mal in diesem Aufmarschgebiet. Und heile meine Einheiten und repariere sie. So. Wir sind einen Schritt näher. Okay, da kommen schon wieder Gegner. Das ist jetzt... zerstören sie das... ostdeutsche Hauptquartier bei der... okay. Gut, gut. Einsatzbereit, Kommandant. Leos ziehe ich erstmal zurück. Oh, gut, dass die Panzergrenadiere so weit schießen können. Treffen wäre auch nicht schlecht. So. Da kommt der Chinook. Er späht ja zwischendurch noch die feindlichen Einheiten. So, kehrt mal wieder um. Wie sieht's denn aus, wenn wir mit dem Bo hier mal... ich glaube, das VEB springt erst um. Ich weiß jetzt nicht... ich glaube, wir müssen hier erstmal ein Kommandofahrzeug reinschicken. Okay, der Chinook soll erstmal...
Okay. Dann müssen wir gucken, dass wir hier jetzt irgendwie mal Richtung diesem Hauptquartier kommen. Kannst du da drin nicht landen, Chinook?